Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Winter App. Und wir befinden uns hier gerade am Boden. Ich habe hier gerade ein paar Bäume gefällt. Ich habe ein bisschen, oh Gott, ich habe da einen übersehen, mittendrin. Ich habe hier gerade ein bisschen, den Berg abgeschliffen, sozusagen. Das heißt, Regis Lieblingsbeschäftigung habe ich gedacht. Und das habe ich ja alles halt reingebaut, man sieht es halt. Also es wird alles noch verbessert. Nur ich wollte halt so langsam mal in die erste Folge steigen. Weil sowas mache ich halt offscreen, weil es hat jetzt ein paar mehrere Stunden gedauert. Ich glaube nicht, dass wir es so wollen, dass wir jede Folge einfach nur einen Berg abbauen. Es wäre wahrscheinlich jetzt schon der komplette Monat gewesen, wie ich den Berg abgebaut habe. Naja, ich habe hier alles ein bisschen begradigt. Das ist jetzt mein Platz. Und wir stecken jetzt, zack, unser Häusli ab. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen ein richtig fettes Haus, weil ich möchte gerne, oh Gott, das wird zu viel, oh, das wird zu viel, oh. Sei denn, ich mache zwei Panorama-Ecken. Okay, wir machen das so. Wir machen zwei Panorama-Ecken. Alles gut. Wir werden sehr viel Holz brauchen. Aber wir stecken jetzt erstmal nur ab. Naja, das ist ja alles kein Problem. Und zwar wird das alles... Oh Gott, das wird zu groß. Das wird viel, viel, viel zu groß. So. Wie mache ich das? Ne, wir gehen jetzt noch ein Stück weiter. War bis hierhin. So, dann machen wir hier so eine Ecke rein. Oh Gott, das wird viel zu groß. Dann machen wir hier so eine Ecke rein, wie in so einem Landhaus. Und dann... Ich bin gespannt, was ich hier draus mache, ey. Ganz ehrlich. Ich weiß es selber nicht. Das wird so gigantisch. Meine Fresse. Ja gut, die anderen haben ja auch... quasi beim letzten Mal auch so richtig gigantische Häuser gebaut, nur ich hatte halt so ein Furzhaus. Aber es sah halt gut aus, ne? Muss man schon sagen. So. Ach Gott. Ja, im Prinzip. Oh Gott. Oh nein, das wird zu viel. Und hier kommt jetzt ein Clou. Also wir haben hier 1, 2, 3. Das heißt, wir verdoppeln das Ganze nochmal. 1, 2. War doch richtig, ne? 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3. So. Ja, müsste funktionieren. Oh, das wird zu groß. Hier kommt nämlich ein Türmchen hin. Ach du Scheiße. Das wird quasi ein separater Eingang hier in diese Butze. Und das wird dann quasi so aufgebaut sein. Da ziehe ich halt noch eine Wand runter. Wird natürlich alles dann später noch schön dekoriert. Aber ich baue halt gerne am Anfang gerne mit Holz. Und dann säge ich alles ab. Ach du Scheiße, Leute. Oh mein Gott. Oh, das wird zu viel. Oh, ich weiß gar nicht, was ich alles bauen soll. Okay. Riesenwohnzimmer mit Tisch. Ein Räumchen für meinen PC vielleicht noch. Vielleicht sogar ganz oben auf einer Kuppel oder so. Ah, ich weiß es nicht. Leute. Ich glaube, ich übernehme mich ein bisschen. Aber, was schlussendlich dabei rauskommt, werden wir dann ja sehen. Machen wir erstmal weiter. Bauen wir die Struktur ein bisschen auf. Weil das Bauen, das werde ich euch zeigen. Das Sammeln und alles andere, das... Das machen wir easy, einfach auf Screen. Das braucht keiner zu sehen. So. Ich habe mir auch schon viel überlegt. Ich hatte genug Zeit, als ich den Berg abgebaut habe, mir was zu überlegen. Nur hatte ich leider keine Vorstellung davon, was für ein Haus ich bauen möchte. Ich habe mir alles andere überlegt, wie ich hier das alles mache. Falls sich da keiner aufbaut, dass ich da einen Platz mache. Mal gucken. Übrigens ist auch kein Problem, wenn ihr euer Haus vom letzten Mal weiterbaut. Das könnt ihr auch gerne natürlich machen. Sage ich ja nichts dagegen. Es reicht ja, wenn mein Häuschen hier steht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich euer Haus da drüben weitermachen.
Ich sehe das nicht so ernst. Irgendwann haben wir einfach so eine gigantische Welt, so nach 5 Jahren. Ja gut, dann vielleicht noch nicht nach 10 Jahren. Ja, dann nach 10 Jahren haben wir eine gigantische Welt. Und da kann jeder überall siedeln, wo er möchte. So, das ist der Plan. Ganz easy. So, ich mache mein Haus 4 hoch plus 5. Ne, 4 hoch ist ja doof, ne? Da kommen ja die Endermans rein. Aber 3 hoch ist auch ein bisschen, weiß nicht. Mach ich 3? Obwohl 3 hoch reicht. 3 hoch reicht hier. Hier ist die Nummer 3, dann kommt da ein Dach drauf und dann ist gut. Dann mache ich mir keinen Stress. Ich habe keinen Bock, dass die Endermänner hier bei mir reinkommen. Deswegen machen wir das einfach so. Guckt euch das an, diese Aussicht. Hahaha. Kann ich? Sichtfeld. Ist Grafikeinstellungen, Sichtweite. Leckt das ein bisschen? Das muss ich jetzt erstmal aufbauen. PC dreht durch. Wahrscheinlich brennt er gleich ab. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, mein Rechner macht das mit. Ich habe das noch nie getestet. Also wirklich viel weiter ist das jetzt nicht, ne? Das hat sich doch gar nichts geändert. Grafikeinstellung. Nö. Ich kann immer noch bis da hinten hinsehen. Hä? Keine Ahnung. Naja. Ich lasse es lieber dabei. Es ist wenigstens flüssig. So. Also, wir brauchen ein Wohnzimmer. Diesmal können wir auch ein größeres bauen. Ich glaube, vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, dass wir so ein riesiges Wohnzimmer haben. Weil das war das Problem beim letzten Mal, als ich mein Haus gebaut habe. Moment. 1, 2, 3, 4. Ah, oh, okay. Wir machen doch alles falsch. Egal. Wir machen 3 hoch und 4 wird dann die Decke. Oder? Ich weiß es nicht. Ist so schwer zu sagen, was man machen möchte. Ich meine, das Holz dürfte ja reichen, zumindest für die Wände. Oh, wie flüssig das ist. Ui. Ganz andere Welt. Ich könnte jetzt hier natürlich eine Decke durch... Ich glaube, das wird zu wenig. Komm, wir gehen noch einen hoch. Ja. Und hier kommt dann die Decke hin. So. Doch, doch, so ist richtig. Wir haben nichts falsch gemacht. Alles in Ordnung. Dann gehen wir noch eine Reihe lang. So. Ich glaube, bei meiner anderen Hütte hatte ich auch 3 hoch gemacht. Ich glaube schon. Jedenfalls, wir brauchen ein Wohnzimmer, einen Gaming-Raum. Was könnte man denn noch so machen? Ich habe hier Platz genug, Leute. Also, wenn ihr Vorschläge habt, was ich hier mit Haus reinbauen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Es wäre echt nice. Ich würde es gerne erfahren, was ihr so gerne hier drin haben möchtet. Ich werde natürlich alles wieder shiny machen mit Licht. Ich habe ja noch ein paar, ich habe die extra mitgenommen, 49 Stück. Das dürfte eigentlich reichen, um hier alles mit Licht zu versorgen, ne? Ja, ich denke schon. Ey, so hoch will ich nicht bauen. So. Dann hier Panoramasicht. Das ist, glaube ich, zu klein für eine Toilette. Hm. Irgendwas müssen wir da an der Ecke machen. Vielleicht einfach nur eine Abstellkammer, wo ich dann irgendwie so einen Besen reinzimmer. Und dann werde ich der Deadline einsperren oder so. Mal gucken. Irgendwas in der Art werde ich schon hinkriegen. Ja, an sich ist... ist gar nicht eigentlich so groß, ne? Nö, das geht eigentlich. Das geht eigentlich voll klar, finde ich. Oh, mir geht das Holz aus. Dann muss ich gleich wohl nochmal los. Shit.
Ja. So, jetzt bauen wir hier noch die Decke rein und dann haben wir schon mal das Grundgerüst von unserem Häuschen. Wenn wir dann reingehen, dann haben wir so in etwa, ja, ich habe doch mehr als gedacht, so in etwa ja, die Maße von dem, vom Blick her. Dann wissen wir erst, wie groß das ist, weil von außen gesehen, oder wenn das Dach noch nicht drauf ist, ist das immer so eine Sache, sieht alles so gigantisch aus. Aber wenn man erstmal drin ist, wirkt das plötzlich nicht so groß. Vor allem, wenn man Räume macht, ne? Verschiedene Räume, Flur zum Beispiel, muss ich überlegen. Okay, es wirkt groß. Es wirkt wirklich groß. So. Oh mein Gott. Oh Mann, das wird zu viel. So, wie gehen wir rein? Die Tür. Mittig ist ja das hier, ne? Ich würde ja glatt schon behaupten. Ist doch scheiße. Oder ich gehe von der Seite hier rein. Dann habe ich hier ein Türchen. So, hier in der Seite rein. Dann ein Platz. Und dann kommt hier die Tür. Gut, hier werde ich eh noch ein bisschen aufrüsten. Das heißt, man kommt hier raus. Hat dann hier auch so einen kleinen Weg. Runter. Perfekt. Oh Gott, oh nein. Oh Leute, guckt euch das an. Oh. Das ist gigantisch. Vielleicht ein bisschen zu gigantisch. Aber ich möchte halt den Ausblick aus allen Seiten. Das will ich nicht verlieren. Vielleicht hätte ich den Berg nicht ganz so dick machen sollen. Vielleicht wäre das die Lösung gewesen. Weil ich habe ja hier, bis hierhin, habe ich ja alles hier aufgestockt. Dann wäre das ja gegangen. Ach. Scheiß drauf. Guck mal hier, wir können schon auf die Karte gucken. Da ist das groß. Der Unterschied. Das ist mein Haus, was ich jetzt baue. Das ist ja fast so groß wie die Festung von Double X. Und das hier ist mein Haus. Guckt euch die kleine Furznudel an. Das ist hier diese Ecke. Diese Ecke. Wenn man das so anguckt, das könnte eigentlich ein Flughafen sein, ne? Wie das aussieht hier. Nice. Na gut. Ich gehe mal kurz runter, besorge noch mal ein bisschen Holz und werde wahrscheinlich sterben, weil ich kein Essen habe, aber egal. So. Hier ein bisschen Holz organisiert. Der Kleine fliegt vorbei. Und ich werde höchstwahrscheinlich gleich noch einmal ganz kurz zurückgehen. Wird noch. Ist halt jetzt momentan ein Holzkasten, okay? Mein anderes Haus war auch nur ein Holzkasten am Anfang, also komm. Und das sieht ja wohl jetzt nicht nach Holzkasten aus. So, jetzt habe ich es ihm gegeben. Ich brauche noch einen Kamin, stimmt. Ich muss das alles besser abstechen. Oder vielleicht Schilder platzieren, wo ich etwas haben möchte. Könnte auch funktionieren. Oh, ich muss ja hoch. Ach nee, die Seiten habe ich auch schon gemacht, ne? Ja gut, jetzt bin ich hier oben. Ich dachte, ich habe die Seiten hier noch nicht gemacht. Das mache ich normalerweise so, dass ich die Seiten vergesse. Dann dachte ich, heute nicht, Bro. Heute nicht. So. Also ich brauche von drüben auf jeden Fall meine Ressourcen, um alles bunt zu machen. Meine Schere habe ich ja mitgenommen, ne? Ja. Also das kriegen wir schon. Nein, bleib ich hier unten, komm. Es wird eh langsam dunkel. Dann machen wir Schlafzimmer.
Ja, das passt. Dann gehen wir nämlich hier rein. Okay. Ist ein bisschen asynchron, aber hey. Gibt Schlimmeres als Asynchronität. Auch wenn mein Herz blutet jetzt. Wenn ich jetzt ein Zweierbett reinsetze, was ich gerne mache, weil es einfach luxuriös wirkt, ja, dann ist das asynchron. Aber naja, was will man machen, ne? Ich kann auch ein Dreierbett draus machen, ja, stimmt. Habt ihr recht. Weg mit dir. Scheiß Schnee. Hey, Bett. Willst du mich verarschen? Hä? Ah, geht doch. So. Ja, machen wir gigantisches Dreierbett. Dann nehme ich halt mein Schere und dann gehe ich zu meinen Schafen und dann verpasse ich den eine und dann kriege ich meine drei Betten. Mache ich halt eine richtig luxuriöse Villa draus. Ja. Auch wird mein Holz reichen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Ich habe heute das erste Mal, ich habe nicht davon gehört, sondern das erste Mal wirklich reingeguckt in Dragon Ball Super. Aber so wirklich Bock, das anzugucken, habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu alt geworden bin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Früher habe ich das immer sehr, sehr gerne geguckt, also Dragon Ball Z. Aber da war ich... Wie alt? 14? In welcher Klasse war ich da? Nee, da war ich sogar 9 Jahre alt. Oder? Ich kann mich erinnern, dass ich im Keller meiner Eltern das erste Mal geguckt habe. Also muss es vor 2000 sein. Nach 2000 sein. Wir haben jetzt 2019, das ist 19 Jahre her. Ich bin jetzt ein gewisses Alter. huch, was habe ich denn da gemacht? Das wird nicht reichen, oder? Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich bin jetzt in einem gewissen Alter, wenn ich das abziehe. Na doch. Da war ich knapp 10. Ich kann mich noch erinnern, das war eine sehr peinliche Situation, wenn ich mir das im Nachhinein bedenke. Und zwar ging es da um Piccolo. Piccolo war ja eigentlich am Anfang der Böse. Ganz badass Typi. Ne? Und er hat sich dann ja zum Guten gewandelt, indem er Son Gohan gerettet hat. Und da bin ich rausgelaufen. Ich bin ernsthaft rausgelaufen. Und hab mich einen Keks gefreut und hab in der Gegend rumgeschrien, Piccolo ist gut, Piccolo ist gut. So. Ich war schon so ein kleiner Nerd, Alter. Oh. Aber sowas verdrängt man auch gerne mal, ne? Ich muss mich kurz aufpassen, ob meine Freundin hier nicht um die Ecke steht und sich jetzt ein Ast ablacht. Das war schon ein bisschen Fremdschämen, wenn man so zurückdenkt an die Zeit. Wie man da rumläuft. Habe ich auch tierischen Keks gefreut, als Vegeta dann gut wurde. Ja, ich war schon so eine spezielle Nummer. So, habe ich noch? Ich habe noch Fichtenholz. Ja, komm. Mein Holz ist weg! Ach da. Ich wollte schon sagen. Nur ein bisschen Fichtenholz. Dann werden wir sowieso alles überkleistern, ne? Das wird ja alles nicht so bleiben. So. Dann machen wir so ein paar dunkle Türchen. Wo kommst du denn her, mein Freund, Alter? Bleib mal da, wo du herkommst. Hier kann er eiskalt hochlaufen. Ey, ja. Vielleicht kommt hier auch eine Treppe runter. Ich habe da zwar schon eine Treppe runter, aber wenn ich in allen Richtungen eine Treppe habe, wieso nicht? Kann man machen. Okay, machen wir uns ein paar Türen. Und dann laufe ich mal zurück. Ja, 9 Stück, komm, passt. Vielleicht springe ich auch runter und laufe dann zurück. Wäre auch eine Idee. So. Tür steht.
Tür steht. Moment. That's it, Freunde. That's it. Ich habe eine Idee. Ich habe es schon ganz vergessen. Ich muss erst wieder richtig reinkommen. Und zwar geht es um Schissel und Beats. Davon werdet ihr in den nächsten 24 Tagen oder 22 Tagen. Wir gehen ja nur bis zum 24. Der Server bleibt offen bis Silvester. Das heißt, bis Silvester habt ihr Zeit, hier ein bisschen zu bauen. Aber ich spiele nur bis zum 24. Am 25. kommt halt das beste Häuschen. Und dann war's das da. Okay. So, ich drücke auf Alt. Somit kann ich halt hier entscheiden, was ich machen möchte. Und ich möchte gerne das Connected-Material abbauen. Ich bräuchte noch eine Fackel, um was zu sehen. Das wäre noch ganz praktisch. Je weiter wir übrigens voranschreiten auf den 24. Dezember, umso ja, pixeliger werde ich arbeiten. Also das hier ist noch grob gebaut. So, und zwar reicht das, wenn wir zwei Betten machen, weil... Ich mache mal die Tür zu. Ich mag das nicht, dass das hier so absteht. Deswegen nehme ich den hier und baue das ab hier. Zack, zack, zack. Einer noch. Ja, perfekt. Ja. Jetzt wird es hier gleich tierisch rumlegen. Ich brauche mal eben dich hier. Gott, ich habe meine Beutel nicht dabei. Ne? Ich muss meine Beutel holen. Sonst crashe ich gleich den Server. Das muss wirklich nie sein. So. Meine Beutelchen. Die sind ja auch noch voll. Vielleicht muss ich gar nicht rübergehen. Bestimmt richtig gutes Zeug drin. So. Dann mache ich meinetwegen hier Ebene. Zack, zack. Und dann machen wir hier unsere festen Blöcke hin. Huch, das war einer zu viel. Wie viel habe ich denn mitgenommen, Alter? So. Und jetzt geht das alles in die Beutel rein. Okay. Wenn man einen Fehler gemacht hat, kannst du einfach rückgängig machen. Und dann ist alles gut. Das Problem ist nur, ich muss da hinkommen. Ja, und ab hier kann ich quasi richtig durchziehen. So, und das ist mein Geheimnis von dünnen Wänden. Eine normale Tür. Von beiden Seiten schick. Und sowas mache ich halt sehr, sehr gerne. Ne? Und jetzt haben wir es halt wirklich so, dass ich hier noch ein zweites Bett hinstellen kann. Das ist alles prima. Ist alles gut. Ich könnte hier zwar noch ein bisschen dünner machen, aber es soll ja im Endeffekt gut aussehen. Ne? Das heißt, wir müssen es nicht übertreiben. Jetzt habe ich mein Bild gestreckt. Nee, ich dachte schon, mein Bild wäre gestreckt. Man muss es halt nicht übertreiben mit den Wänden. Man sollte das abbauen, was man abbauen sollte, damit es gut aussieht. Also man muss nicht. Also ich mache das halt. Also wenn man so bauen möchte wie ich, sagen wir es so. Ich habe einen Zombie übrigens auf dem Dach. Aber ich werde jetzt... Du bist nicht auf dem Dach. Oh Gott. Wo ist mein Schwert? Das kommt dafür, wenn man die Tür offen lässt. Schneit es wieder? Nein. Es hat vor lange nicht geschneit. Ich dachte, es schneit hier ewig und immer. Naja, hier habe ich hier mein ganzes Holz platziert. Ich werde, glaube ich, jetzt nochmal kurz den Rest hier hin platzieren. Da bin ich glücklich. Oh, sind da jetzt doch mehr? Leute, ich habe das ausgeleuchtet. Oh mein Gott. Okay, ich habe es nicht ausgeleuchtet. Ich nehme alles zurück. Hier ist Licht. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, hier steht auf Licht. Ups. Ah, ich bin noch nicht schlafen gegangen. Stimmt. Scheiße, Mann. Fail. Sind sie alle bei mir zu Hause, Mann. So durch ein eigenes Zuhause. Und hier muss ich auch noch Treppen hinbauen und Design muss ich die auch noch. Ich weiß auch schon etwa, wie ich das machen möchte. Ich möchte diesmal ein Metallgeländer haben.
mit einer ordentlich schönen Treppe. Dann mal gucken. Darf ich meine Sachen aufheben? Ist mein Schwert verzaubert? Tatsächlich Schärfe 3. Das habe ich geschenkt bekommen. Ich hatte auch Rüstung geschenkt bekommen, aber die ist leider mit der neuen Welt verschwunden. Willst du mich verarschen? Dein Bro hat mich auch nicht angegriffen. Wieso machst du das? Oh, das ist ein kleiner Schatten. Jetzt sollte ich ihn aber töten. Weißt du, so eine heimlichen Assassinen sind das. Die greifen nur an, wenn sie im Schatten sind. So. Jetzt gehe ich nochmal kurz nach Hause. Ist aber schon ein bisschen laggy geworden, oder? Liegt das daran, dass ich da die Wand entfernt habe? Nur deswegen ist das jetzt hier so laggy? Ah, das wird noch richtig schön laggy, Leute. Das wird noch richtig schön laggy. Vielleicht erhöhe ich nochmal Rahmen, keine Ahnung. Vielleicht hat das Auswirkungen. Ich gucke mal ganz kurz auf Nitrado Line. Und gucke, wie sich die Werte verändern. Vielleicht reicht es aus, wenn ich ein bisschen mehr Rahmen in den Server reinschmeiße. Ja, ein bisschen mehr Rahmen. Könnte man gebrauchen. Für Schüssel und Bits. Weil der Rahmen ist komplett voll ausgelastet. Okay, so. Sachen ablegen und dann gehe ich rüber. So, puh. Ach ja, schön. Oh, schön, wie das hier aussieht. Ich freue mich immer wieder hierher zu kommen. So, okay. Was nehmen wir alles mit? Alles, was wir tragen können. Oh, so viel Stein, das hätte ich gebrauchen können. Oh mein Gott. Die Ziegel brauchen wir auf jeden Fall. Den roten Beton. Eine Schulterkiste? Ist da irgendwas drin? Oh, kriege ich die ab? Oder geht die kaputt? Ja gut, shit happens. So, Schnee brauchen wir nicht unbedingt. Quarzblöcke werde ich brauchen. Das dazu. Lapis Lazuli, mein Redstone. Gut, daraus kann ich eh nichts machen. Die Fackel nehmen wir mal mit. Zaun. Weiß nicht, wozu ich den gebrauchen könnte, aber ey. Nehmen wir einfach mal mit. Ein bisschen Brot kann ich auch machen. Kann ich hier direkt machen, ne? Hier, komm. Gib mir Brot, Junge. Ne? Man kann das essen? War nicht Brot so? Jetzt blöd? Ich habe nochmal Brot gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der Brot ging. Achso, kann ich ja hier gucken. Brot. Es gibt kein Brot mehr. Danke, Lord Huntington. Jetzt bin ich geliefert. So. Was willst du denn? Hier sind meine Meißeldesigns drin. Stimmt. Schwarzer Beton habe ich hier noch. Das hier nehme ich mit. Das nehmen wir mal mit. Gras brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schnee. Ein Eisen können wir mitnehmen. Wasser definitiv. Ich habe noch mehr Wasser. Okay. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, hier ein paar Sachen mitzunehmen. Ich habe ja hier noch Ressourcen ohne Ende. Mein kleiner Pinselkasten. Also wenn ihr mögt, bedient euch bei meinen Ressourcen hier. Ist alles kein Problem. Hier habt ihr übrigens auch meine Dusche. Meine halbe. Ja, kann man hier alles nehmen. Oh. Außer das. Das gehört mir. Alles mit. So, okay. Gucken wir, was wir damit alles anfangen können. Ich weiß noch nicht mal, was ich für einen Boden machen möchte, ganz ehrlich. Was für einen Boden habe ich eigentlich in meiner Hütte? Guck mal, mit Schornstein und allem drum und dran. Einfach genial. Wer hat sich denn dieses Konstrukt bloß ausgedacht? Das muss ein Genie gewesen sein.
So. Okay, was wollte ich hier? Boden. Ich habe verschiedenen Beton benutzt. Für den Boden. Und im Schlafzimmer einen Teppich. Alles klar, okay. Wie habe ich den Teppich denn hingekriegt? Wie cool sieht der denn aus? Da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Na gut. Dann gehe ich mal zurück und dann gucken wir, was wir da anfangen können. Das ist ein bisschen blöd. Wir brauchen ein Nether-Portal bei uns. Wenn ich von der Arbeit komme, dann sind die Jungs schon fertig. Spielen die wahrscheinlich schon nicht mehr, weil sie das Spiel durchgespielt haben. Wie beim letzten Mal. Ich gehe zur Arbeit, komme zurück. Welt komplett aufgebaut. Enderdrache besiegt. Nein, ihr alle Leute. Chillt mal. Ich will auch noch spielen. So, zu Hause angekommen. Gerade noch lebend. Oh Gott. Lass mich. Bitte stirb einfach. Gott, ich bin noch nicht schlafen gegangen, ne? Okay, jetzt wird er ausgetrickst. Schnell nach Hause. Ja, da standst du, wa? Tschüss. Okay, ich wäre froh, wenn mein Zuhause schon ein bisschen abgesichert wäre, aber zumindest Licht habe ich. Und ich werde noch mal ein bisschen mehr Licht produzieren, einfach nur, weil ich gleich was essen will und nicht sterben möchte. Oh Gott, ist das gigantisch. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das Ganze mache. Weil hier so wenig Platz ist, ist natürlich all. Mal gucken, was wir machen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sind zu Hause angekommen. Wir kommen jetzt nicht raus, weil ich tot bin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann wird weiter fleißig gebaut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.